Hallo und herzlich willkommen zum Satz von Stokes. Das bedeutet, wir behandeln heute den klassischen Integralsatz von Stokes in drei Dimensionen. Dazu brauchen wir den neuen Begriff einer berandeten Fläche. Oder anders gesagt, eine Fläche mit Rand. Und da möchte ich gerne nochmal in Erinnerung rufen, was überhaupt eine Fläche war. Also eine Fläche haben wir aus Flächenstücken zusammengesetzt. Und das heißt, wir haben von einem Gebiet in R2, also das hatten wir immer U genannt, das sei jetzt mal U, da hatten wir eine Parametrisierung und die habe ich auch immer Phi genannt, die in den R3 geht. Also hier oben lassen wir uns mal den R3 zeichnen. Nehmen wir doch im R3 einfach mal die Kugeloberfläche. Ja, also hier, das ist die ganz gewöhnliche S2, die Kugeloberfläche in drei Dimensionen. Ja, eine ganz normale zweidimensionale Fläche, so wie man es sich auch vorstellt. Ja, nun mit dieses U hier ist ein offenes Gebiet und wird jetzt hier auf diese Kugeloberfläche abgebildet. Ja, das ist, was wir ein Flächenstück genannt haben. Also das finden wir hier, das wäre jetzt sozusagen das Bild von Phi, beziehungsweise von U unter Phi. Das bedeutet, mit einer regulären Parametrisierung Phi bekommen wir solche Flächenstücke und um eine ganze Fläche zu beschreiben, brauchen wir einfach einige Parametrisierungen unter Umständen. Ja, endlich viele Parametrisierungen, die mit ihren Flächenstücken die komplette Fläche abdecken. Das heißt, auch hier kann ich jetzt nochmal eine andere Parametrisierung hinschreiben. Also machen wir vielleicht da mal einfach so ein Rechteck. Auch für dieses haben wir dann wieder eine Parametrisierung und das heißt, dieses U hier unten, dieses offene Gebiet, finden wir nun hier oben wieder als ein Flächenstück. Ja, das kann natürlich das andere Flächenstück überschneiden, aber im Gesamten sollen alle diese Flächenstücke diese komplette Kugeloberfläche überdecken. Und das ist, was wir dann eine Fläche nennen. Eine berandete Fläche ist nun eine echte Verallgemeinerung von diesem Flächenbegriff und die Vorstellung sollte immer sein, ja, wir haben wieder ein zweidimensionales Objekt im R3, aber dieses hat nun einen eindimensionalen Rand. Ja, also wir könnten uns vorstellen, hier so ein aufgeblasener Luftballon, ja, der hier einen Rand besitzt. Das heißt, das hier ist alles nochmal eine gewöhnliche Fläche, also hier und hier haben wir so einen Rand gegeben. Ja, vielleicht machen wir das auch mal orange. Das hier ist der eindimensionale Rand dieser Fläche. Ja, überall sieht dieses Objekt zweidimensional aus, außer an den Punkten. Dort gibt es in eine Richtung sozusagen nichts. Ja, da ist ein Rand, an dem kann man herunterfallen, wenn man sich auf diesem zweidimensionalen Objekt bewegt. Ja, das ist die Idee einer berandeten Fläche. Für unsere Parametrisierung bedeutet das dann, ja, alle Flächenstücke hier, die weg vom Rand die Fläche beschreiben, laufen so wie hier links. Also wir haben wieder ein offenes Gebiet und bilden dann mit einer regulären Parametrisierung auf die Fläche ab. Und die ganze Überlagerung von diesen Flächenstücken gibt uns die Fläche. Bis auf die Teile, die am Rand liegen. Dort erlauben wir dann noch verallgemeinerte Parametrisierungen, das heißt andere Parametrisierungen, nämlich welche, die auch hier in dem Bild in R2, also auf dieser Kartenoberfläche, wenn wir das so beschreiben, auch einen Rand haben. Ja, und ein Rand hier bedeutet ja nichts anderes, dass wir an einer Stelle eben keine offene Menge haben. Die Vorstellung wäre also wieder so etwas wie dieses U zu haben, also ein Gebiet, was aber nun jetzt eigentlich kein Gebiet ist, denn es ist nicht offen, denn wir lassen jetzt hier an der Y-Achse den Rand zu. Also machen wir das vielleicht mal dunkelgrün. Ja, der Teil gehört mit zur Menge. Ja, während das dieser Rand hier natürlich nie mit zur Menge gehört hat, weil es immer eine offene Menge war. Also auch das hier, ja, diese graue Berandung gehört jetzt nicht zur Menge. Dieser grüne Strich allerdings schon. So, was heißt das? Wenn wir jetzt diese Fläche abbilden, soll dieses grüne Teil, ja, direkt hier auf den Rand abbilden. Also wir haben wieder eine Parametrisierung, ja, die können wir jetzt auch wieder Phi nennen.
Und es passiert alles, wie wir es wollen, außer jetzt mit dem Unterschied, dass dieses grüne Stück hier landet und der Rest wieder den anderen Teil der Fläche beschreibt. Ja, wie es auch immer wieder hier verbogen und gebogen wird, wir halten hier dieses Flächenstück. Nun aber mit diesem Rand. Ja, also wir beschreiben den kompletten Rand hier mit solchen Kartenstücken, Parametrisierungsstücken, die auch den Rand hier auf der linken Seite haben. Die Idee ist also wieder völlig die gleiche. Eine zweidimensionale Fläche soll nichts anderes sein als der R2 im Flachen selbst, wenn wir hineinzoomen. Das heißt, wie sieht es lokal aus? Ja, die Vorstellung auch hier wieder, wenn wir hineinzoomen in die Fläche, soll es nicht anders aussehen als der R2 im Flachen. Ja, also nichts anderes als ein zweidimensionales Objekt, auf dem wir uns bewegen können, wie im R2 selbst. Ja, und das Einzige, was die Parametrisierung dann macht, ist es entsprechend zu krümmen und zu verzerren, damit wir die Geometrie im R3 entsprechend abbilden. Ja, und so ist es bei der berandeten Fläche auch. Ja, wenn wir in einen Punkt am Rand uns raussuchen und dort hineinzoomen, dann soll es nicht anders aussehen als der R2, wenn wir ihn an einer Hälfte einfach abschneiden. Ja, da haben wir dort eine gerade Begrenzung und so soll auch der Rand im Lokalen aussehen. Weil der Rand ist auch hier eine gebogene, eindimensionale Kurve in dem Sinne. Aber wenn wir es nur lokal anschauen, also wieder hineinzoomen, dann soll es nichts anderes sein als der abgeschnittene R2. So, nachdem wir den technischen Begriff geklärt haben, können wir jetzt endlich den Satz von Stokes notieren. Wir werden jetzt unsere Fläche durchgängig S nennen und das ist jetzt eine berandete Fläche in R3. Das bedeutet, wir haben hier zwei wichtige Dinge. Das eine ist, es muss eine kompakte Fläche sein, also die ganze Fläche ist in einem beschränkten Volumen des Raumes. Sie dehnt sich jetzt nicht nach unendlich aus. Und es ist eine berandete Fläche. Wobei berandet jetzt auch heißen kann, ja, der Rand ist halt null. Ja, es gibt keinen Rand. Das ist natürlich dann trotzdem eine berandete Fläche. Denn ich habe ja gesagt, das ist eine echte Verallgemeinerung von diesem Begriff. Also der Flächenbegriff ist hier immer noch enthalten, indem man einfach sagt, ja, jetzt habe ich eine berandete Fläche, deren Rand einfach null ist, also dessen Rand verschwindet. Oder anders gesagt, dessen Rand die leere Menge ist. Solche Flächen nennt man dann auch kurz einfach geschlossene Flächen, weil der Rand sich geschlossen hat. Ja, die Vorstellung jetzt einer berandeten Fläche sollte jetzt bei uns zum Beispiel sowas sein. Ich habe wieder hier einen Rand als zwei Kurven und die Fläche ist jetzt hier vielleicht so eine gebogene Röhre. Ja, also auch hier wieder. Wir meinen diese ganze Oberfläche von diesem Objekt hier. Und was dazugehört, ist nun dieser Rand. Ja, den mache ich jetzt einfach mal grün. Das ganze Objekt ist also jetzt unsere Fläche S. Also das ist unsere berandete Fläche S. Und das Grüne ist der Rand von S. Und der Rand von S wird üblicherweise mit diesem partiellen D bekennzeichnet. Also einfach der Rand von S ist dieses Partial S oder Del S. Das ist also eine übliche Bezeichnung, dieses geschwungene D zu verwenden. So, nun möchten wir sagen, wir haben eine berandete, kompakte Fläche S gegeben und deren Rand soll nun aus geschlossenen Kurven bestehen. In unserem Beispiel sind das nun genau zwei geschlossene Kurven. Es könnten auch nur eine sein oder halt, wenn der Rand wirklich leer ist, also der Rand gleich der leeren Menge ist, haben wir halt null geschlossene Kurven. Also so ist erstmal der Satz zu verstehen. Jetzt brauchen wir noch ganz wichtig eine Aussage über die gewählten Parametrisierungen. Ja, auch die nenne ich jetzt wieder Phi von einem U nach S. Also wir haben viele von diesen Phis und die liegen jetzt nun mal als Gebiet in R2 oder als dieses berandetes Gebiet. Ja, was keine offene Menge mehr ist. Was ich nun möchte ist, dass alle Parametrisierungen Phi so gewählt werden, dass die normalen Vektoren auf der gleichen Seite der Fläche liegen. Nochmal zur Erinnerung, die normalen Vektoren bekommen wir, indem wir das Kreuzprodukt aus den Tangentialvektoren nehmen. Und die Tangentialvektoren bekommen wir einfach durch die partiellen Ableitung der jeweiligen Parametrisierung. So, nun sollen die Parametrisierungen so zusammenpassen,
dass die entsprechend ausgerechnet normalen Vektoren alle in die gleiche Richtung zeigen und dass die Fläche überhaupt zwei Seiten besitzt. Ja, also wir können nicht so eine typische Fläche, die nur eine Seite hat, wählen. Das wäre zum Beispiel dieses Möbiusband. Wenn man auf einer Seite der Fläche entlang läuft, landet man wieder am gleichen Punkt, aber hat die komplette Fläche übergangen. Also man hat nur eine Seite in dieser Fläche. Das darf hier nicht passieren. Wir brauchen tatsächlich gewöhnliche zwei Seiten. Also wenn man sich so eine Fläche ganz einfach in R3 vorstellt, also einfach so ein Rechteck, was gebogen ist, wobei der Rand jetzt hier einfach hier über den Rand des Rechtecks gegeben sein könnte. Also haben wir eine sehr schöne, einfache berandete Fläche. Ja, dann ist klar, wir haben einmal die Seite, die oben liegt und eine, die unten liegt. Und was wir jetzt wollen, ist, dass die normalen Vektoren ganz einfach in eine Richtung zeigen. Also nehmen wir mal hier, die normalen Vektoren sollen alle jetzt auf der Seite liegen und in diese Richtung zeigen. Das, was wir möchten. Ja, und jetzt sollen die so gewählt werden, dass wir uns eine Richtung ausgesucht haben. Auf unsere Fläche hier oben bezogen könnte das zum Beispiel sein, okay, alle normalen Vektoren zeigen von dieser Röhre weg. Also nicht innerhalb in die Röhre rein, sondern nach außen weg von der Röhre. Ja, bei der Röhre sieht man ja, die hat zwei Flächen. Einmal die äußere und einmal die innere. Ja, und jetzt kann man sich einfach aussuchen, wie man die normalen Vektoren wählt. Man muss sich nur entscheiden und sie alle in die gleiche Richtung zeigen lassen. Also auf der gleichen Seite liegen lassen. Nun kommt jetzt die eigentliche Aussage des Satzes von Stokes. Wir wählen uns jetzt ein stetig differenzierbares Vektorfeld. Auch hier möchte ich dem stetig differenzierbaren Vektorfeld V direkt mal einen Pfeil geben, um wieder klarzumachen, wir haben hier eine vektorwertige Funktion. Ja, das bedeutet wieder, wir ordnen jedem Punkt im R3 einen Vektorpfeil zu. Und nun kommt unsere Aussage über Oberflächenintegrale und Kurvenintegrale. Das ist genau der Satz von Stokes. Also für ein stetig differenzierbares Vektorfeld gilt dann. Auf der linken Seite haben wir ein orientiertes Oberflächenintegral über die komplette Fläche S und auf der rechten Seite haben wir ein orientiertes Kurvenintegral über die Kurven, die in dem Rand von S liegen. Ja, also wenn es jetzt zwei Kurven sind, steht hier halt die Summe von zwei Kurvenintegralen. So ist es dann zu lesen. Aber dazu gleich noch mehr. Das wird jetzt erstmal eine Identität, eine Gleichheit zwischen den zwei Integralen. Hier steht die Rotation des Vektorfeldes. Das heißt das Kreuzprodukt mit Nabla und V. Ja, das gibt uns die Rotation des Vektorfeldes. Dann kommt das Skalarprodukt mit dem Flächenelement, dem vektoriellen Flächenelement. Das bedeutet, hier haben wir das orientierte Oberflächenintegral nicht vom Vektorfeld selbst, sondern von der Rotation des Vektorfeldes. Wir integrieren diese komplette Rotation, was ja auch wieder ein Vektorfeld ist, über die ganze Fläche S. Und auf der rechten Seite haben wir nun ein Kurvenintegral, auch ein orientiertes Kurvenintegral, und zwar nun vom Vektorfeld V selbst. Und auch hier wieder im Skalarprodukt jetzt mit dem orientierten Linienelement. Ja, das ist das, was wir als Kurvenintegral zweiter Art kennengelernt haben. Und das ist schon der ganze Satz von Stokes. Wir führen ein orientiertes Oberflächenintegral über die ganze Fläche zurück auf den Rand der Fläche auf ein eindimensionales Kurvenintegral. Gut, eine Kleinigkeit sollte ich hier noch klären. Also wir haben ja hier eine Orientierung dieses Flächenelementes, gewählt durch die normalen Vektoren, die auf einer Seite liegen. Also wir haben hier ein Vorzeichen gewählt für die zwei möglichen Vorzeichen. Auf der rechten Seite haben wir das Vorzeichen noch gar nicht festgelegt. Das heißt, damit hier Gleichheit gilt, müssen wir auch wissen, wie sollen wir denn die Kurven durchlaufen, in welche Umlaufrichtung. Und was da passiert, ist die sogenannte rechte Handregel. Ja, wie der Name sagt, benutzt man dafür die rechte Hand. Ja, man legt den Daumen in Richtung dieser normalen Vektoren und die restlichen Finger geben die Umlaufrichtung der Kurve an. Also in dem Falle, die Kurve muss dann in diesem Gegenuhrzeigersinn durchlaufen werden. Und dann bekommen wir auch tatsächlich die Gleichheit hier
und nennen das dann den Integralsatz von Stokes. Und wie kann man sich ihn merken? Naja, wir haben jetzt eine zweidimensionale Fläche im Raum und ein Vektorfeld. Ja, nun können wir sagen, ja, die Rotation ist wieder so etwas wie die Ableitung. Es ist ja genau Ableitung von dem Vektorfeld, aber auf eine gewisse Art summiert und wieder als Vektor dargestellt. Und diese Ableitung können wir jetzt hier nach vorne auf das S ziehen, ja, und bekommen dann die Ableitung von der Fläche. Ja, nicht wirklich die Ableitung von der Fläche, aber die Notation ist so gewählt, dass wir hier den Rand bekommen. Ja, das heißt, dieses Rot verschwindet hier, läuft aber auf das S und deswegen muss das V jetzt hier alleine stehen. Ja, das ist so eine ganz krude Merkregel wieder für den Satz von Stokes. Den sollte man nicht wortwörtlich nehmen, aber so kann man sich merken, was wo stehen muss. Ja, dort, wo wir nur die Fläche integrieren, muss die Rotation des Vektorfeldes stehen. Ja, und dort, wo wir über den Rand integrieren, steht das Vektorfeld alleine. So, zum Abschluss können wir noch ganz kurz die Interpretation des Satzes von Stokes wiedergeben. Also wir zeichnen uns hier nochmal ganz grob eine zweidimensionale Fläche in R3 auf und auf dem haben wir jetzt ja ein Vektorfeld definiert. Ja, also in jedem Punkt gibt es hier einen Pfeil, ja, und der lebt jetzt in R3. So, nun, die Rotation ist ja genau das, was diese Wirbel des Vektorfeldes misst. Also wann läuft das Vektorfeld denn im Kreis? Grob gesprochen. Ja, welche Verwirbelung hat das Vektorfeld, wenn man sich es als einen Fluss von Wasser vorstellt? Ja, wann tritt ein Wirbel auf? Gut, also das ist ganz grob gesprochen. Und was jetzt hier auf der linken Seite steht, ist, ja, wir summieren diese Verwirbelungen auf. Ja, dass die Rotation im orientierten Oberflächenintegral gibt uns genau eine Aufsummierung von diesen Wirbeln auf der Fläche selbst. Ja, und diese Gleichheit sagt jetzt, naja, wir bekommen das auch, indem wir nur den äußeren Rand hier integrieren als orientiertes Kurvenintegral. Hier ist ja eine geschlossene Kurve und nun können wir sagen, wir müssen die wieder eben gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen, also im mathematisch positiven Sinne, was genau dann mit der rechten Handregel eintritt, wenn der normalen Vektor hier nach oben zeigt. Gut, und hier steht das orientierte Kurvenintegral. Das bedeutet, das Vektorfeld zeigt an jedem Punkt in eine gewisse Richtung. Und das Integral sagt jetzt, naja, wir summieren das jetzt im Skalarprodukt mit diesem Tangentialvektoren auf der Kurve auf. Ja, also wir bekommen im Endeffekt, naja, wie weit zeigt das Vektorfeld im Gesamten in Richtung dieser Kurve? Und wenn das nicht 0 wird, bedeutet das genau, na, wir haben hier so einen Wirbel aufsummiert. Das heißt, das Vektorfeld läuft hier tatsächlich in eine Richtung mit. Ja, es hebt sich nicht in der Summe auf, in die eine Richtung wie in die andere. Oder anders gesagt, diese komplette Verwirbelungen im Innern der Fläche bekommen wir schon, indem wir einmal auf dem Rand diese messen. Und das ist, was der Satz von Stokes sagt für ein stetisch differenzierbares Vektorfeld. Und wohlgemerkt, es kann ja auch eintreten, dass jetzt der Rand tatsächlich leer ist, also die leere Menge ist. Dann ist per Definition dieses orientierte Kurvenintegral natürlich einfach 0. Also die rechte Seite bedeutet einfach 0 für eine geschlossene Kurve. Oder anders gesagt, wir wissen für eine Fläche, die keinen Rand hat, dass dieses Integral hier immer 0 sein muss. Also wenn wir ein Vektorfeld gegeben haben, ist die Rotation über die Fläche tatsächlich 0. So, das war jetzt ein kurzer Überblick über die Aussage des Satzes von Stokes. Ja, wir haben einige Details weggelassen, aber manche Details habe ich auch erklärt. Und ich hoffe, das hat etwas für das Verständnis geholfen. Was auf jeden Fall helfen wird, sind die Aufgaben, die wir in den nächsten Videos rechnen werden. Also schaut da doch nochmal rein. Bis dann!